Hey guys und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sieht es hier echt anders aus im Hintergrund. Ich habe mich nämlich auf den Dachboden meiner Oma verkrochen, damit ich hier nur ein What I Got for Christmas 2022 für euch drehen kann. Und ja, hier sieht alles ein bisschen retro aus. Ich finde irgendwie ist mega cool. Der ganze Dachboden ist hier cool. Hier kann man echt richtig gut theoretisch ein Zimmer draus machen. Ist auch hier halt teilweise. Auf der anderen Seite ist ein bisschen Stauraum. Auf jeden Fall werde ich euch heute zeigen, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Video und viel Spaß. Als allererstes habe ich von meiner Schwester diese coole MacBook-Hülle hier bekommen. Die ist von Burga, eine Marke, die ich euch sehr empfehlen kann. Ich liebe diese Marke. Die haben wunderschöne Designs, aber wirklich so schön. Meine Handyhüllen sind normalerweise auch davon. Gerade nicht. Es ist halt hier eine ganz normale, dünne Hülle. Genau, dazu gibt es dann auch eben noch ein passendes Unterteil. Also ich kann euch die Marke wirklich nur empfehlen. Wunderschöne Designs. Schaut euch das mal an. Dann habe ich von ihr noch einer der wundervollsten Kerzen bekommen. Leute, ich sag's euch. Jedem, dem wir diese Kerze zeigen, sagt, oh mein Gott, woher ist die? Und ich sag's euch, die ist von Rossmann. Leute, die riecht so gut. Die ist einfach der Hammer. Ich sag's euch. Das ist Bergamot und Jasmin. Und die sieht auch noch so richtig schön aus, finde ich. Ja, und dann habe ich von meiner lieben Schwester auch noch ein paar Ohrringe bekommen. Aber irgendwie finde ich die gerade nicht. Ich hoffe, ich kann sie euch jetzt einblenden. Die sind nämlich echt cute. Eigentlich gar nicht so mein Style, weil die recht romantisch so sind, so zierlich. Und das bin eigentlich gar nicht ich. Aber ich habe die gesehen und ich fand die mega schön und da hat sie sie mir geschenkt. Da freue ich mich. Dann machen wir weiter mit den Sachen, die mir mein Freund geschenkt hat. Und zwar eine externe Bluetooth-Tastatur, die auch im MacBook-Style ist. Also ich muss mich zum Glück nicht umgewöhnen. Denn ich habe mir mal eine gewünscht, weil ich zu Hause oft gerne an meinem großen Monitor arbeite und halt gerne meinen Laptop zuklappen würde, wenn ich Videos schneide oder so. Und das kann ich halt momentan nicht, weil mir ja dann die Tastatur fehlt. Und deswegen gab es eine wunderschöne Tastatur. Und passend dazu gab es noch, da ist einfach kein Bild drauf, deswegen packe ich es euch mal aus. Dazu gab es eine ergonomische Maus. Auch die habe ich mir gewünscht. Ich habe lange überlegt, ob ergonomisch, weil ich finde ehrlich gesagt, die sieht richtig blöd aus. Aber so viel wie ich am Laptop bin, ist es mega gut. Also die hält man quasi so, ja, und fährt so hier lang, weil das hier für die Hand unnatürlich ist. Und ja, ich hatte auch schon mal eine Verletzung an der Hand, also weil ich zu viel am Laptop war. Also ist die perfekt. Dann habe ich noch dieses Ding hier von ihm bekommen. Vielleicht kennen es ja manche von euch, wer vielleicht auf so Cleaning-TikTok, Cleaning-ASMR-TikTok ist. Genau, das ist dieses Ding, wo du dann so sprühst. Da ist gerade noch nichts drin. Also dann sprühst du so auf deinen Bildschirm und dann ist hier so ein Stoff drauf und dann ziehst du das quasi an deinem Handy so runter. Ziemlich nice. Ich liebe es jetzt schon. Nee, stimmt gar nicht. Da ist eine Flüssigkeit drin. Okay, muss ich mal gucken, wie ich die rauskriege. Ich dachte, ich muss es selbst befüllen, weil es nicht klappt. Und dann habe ich von ihm noch, das habe ich mir tatsächlich letztes Jahr gewünscht, aber irgendwie hat es niemand bekommen. Also alle wollten mir es schenken, aber niemand hat es bekommen. Und dieses Jahr hat mein Freund es gefunden. Das sieht so billig aus. Also das ist die Verpackung, die ignorieren wir jetzt mal. Und zwar dieses Ding hier. Das ist eine Leselampe. Da ist hier das Licht. Könnt ihr das sehen? Aber du hältst es hier quasi so ins Buch rein und dann leuchtet das die Seite. Dann habe ich von meinem Papa ein paar Tickets bekommen für Nico Stank. Vielleicht kennen ihn ja manche von euch. Das ist ein Newcomer-Comedian. Ich kenne ihn auch von TikTok und ich habe ihn seit Tag 1 geliebt. Er ist so witzig. Er macht die witzigsten Videos. Ich lag schon lachend heulend auf dem Boden wegen ihm. Also jetzt geht er auf Tour. Und ja, da habe ich zwei Tickets für ihn bekommen und ich freue mich sehr, das wird nächstes Jahr im Mai, glaube ich, sein. Dann habe ich noch diese Kerze hier von meiner Mama gekriegt. Das sind so Spiralkerzen. Kennt ihr bestimmt.
genau, woher sind die denn? Ah, die sind von Jysk, also ex-dänisches Wettenlager. Dann habe ich von ihr auch noch endlich Teil 2 zu It Ends With Us bekommen von Colleen Hoover, wer das kennt. Ich glaube, das heißt auf Deutsch nur ein einziges Mal, wenn ich mich nicht täusche. Das habe ich auf Englisch gelesen, deswegen habe ich auch Teil 2 in Englisch gekriegt. Aber können wir mal kurz darüber reden? Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist ungefähr so normal Buchgröße. Dieses Buch ist so ultra lang und groß. Ich verstehe nicht, es passt auch überhaupt nicht zum anderen, zum Teil 1. Und sowas verstehe ich gar nicht. Wieso passen die Teile nicht aneinander? Ich finde es so komisch. Aber ich freue mich sehr. Fange ich direkt an, wenn ich endlich mit der anderen Buchreihe fertig bin. Auch sehr cool und großer Zufall. Ich glaube nämlich, das ist von Aldi. Gab es da anscheinend gerade. Dieses Badekissen. Ja, was witzig, was ein Zufall. Das habe ich mir eigentlich, habe ich mir gerade gewünscht und anscheinend gab es es bei Aldi. Ursprünglich hatte ich mir, wer mir auf Instagram folgt, hat sich erzählt, ich habe mir eigentlich das Badekissen von Badesofa gewünscht. Und als ich den Preis gesehen habe, habe ich gesagt, okay, ich nehme auch ein anderes. Es kostet nämlich 150 Euro pro Kissen. Das fand ich eindeutig zu viel. Genau. Und das hier ist jetzt die Aldi-Version und auch bin ich mega zufrieden mit schöner Farbe. Und hier hinten sind auch so Noppen, dass du das so an die Badewanne dran kleben kannst. Und ja. Da freue ich mich sehr drüber. Dann habe ich von meiner Mama noch diese zwei Becher bekommen. Oh, ich liebe diese Becher ja so sehr, ne? Also diese Marke, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Vielleicht kennen die ja manche von euch diese Becher, dieses Geschirr. Genau, auf jeden Fall haben wir einen Tee für Tizi bekommen und einen Tee für Calvin, für meinen Freund. Und ich freue mich sehr. Und dann gab es noch zwei kleine cute Löffel dazu. Und ja, darüber habe ich mich sehr gefreut. Eine kleine Überraschung oder sogar eine große. Ist ja nicht gerade billig. Dann habe ich von ihr noch diese Handtasche bekommen. Die sind ja eigentlich gerade ganz trendy. Zumindest sehe ich die überall. Genau, mit so einem schönen Band dazu, was man ja auch auswechseln kann. Genau, ich habe das hier so in beige. Und dazu dieses wunderschöne türkise Band, das ist ja genau meine Farbe, da freue ich mich sehr. Dann habe ich von meiner Mama noch, das hängt hier schon an der Kamera, deswegen kann ich es nur so hier so zeigen, noch so ein eigentlich Handtaschenband bekommen, aber es hat glücklicherweise auch an meine Kamera gepasst. Jetzt habe ich ein neues Kameraband. Dann habe ich von Mamas Verlobtem mein Lieblings-Shampoo und Conditioner bekommen. Leider gab es den Conditioner nicht mehr in Blau, was mein eigentliches Shampoo ist. Aber ich will mich gar nicht beschweren, Leute. Das ist ein Liter Shampoo und Conditioner und es ist der absolute Hammer. Ich habe mir das in Amerika gekauft. Ich glaube, das kann man auch auf Amazon nach Deutschland bestellen, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Es ist ein Wundershampoo. Danach sind die Haare so weich wie Seide. Und ich hatte noch nie so glatte und wobei glatte Haare will ich eigentlich gar nicht, will eher weiche Haare. Und das funktioniert damit. Und ja, genau. Bin sehr, sehr happy und es tut mir unendlich leid, weil er aus Amerika diese zwei Flaschen, also 2 Liter und für meine Schwester jeweils Olaplex gekauft hat. Und ihr könnt euch vorstellen, das sind 4 Liter einfach so mal in so einem Koffer. Das ist ultra schwer. Aber also ja, ich bin sehr dankbar, dass ihr mir das geschenkt habt. Es ist auch nicht gerade billig, leider. Aber Leute, es ist ein Wundershampoo. Ich sag's euch. Und dann gab es noch eine Haarmaske dazu. Und dann gab es noch von Hems Beauty dieses süße Ding hier. Das sieht echt cute aus. So ein kleiner Christmas-Truck. Mit so 4 verschiedenen Düften. Ich glaube, das ist Bodylotion, gell? Ja, genau. Und die riechen auch echt mega gut. Also freue ich mich auch sehr, die zu benutzen. Dann habe ich von meinen Großeltern eine Würfelspielesammlung. Oder nee, ist nur eine Würfelspielesammlung. Ja. Da ist auch so ein Lederbecher, so Würfel mit Buchstaben, Würfel mit Zahlen, logischerweise so ein großer und so weiter und so fort. Was ich echt cool finde, weil Calvin und ich bauen uns gerade zu Hause eine kleine Spielesammlung auf. Und solche Würfel können halt einfach nicht fehlen. Und Kniffel. Genau, da ist nämlich noch so ein Kniffelheftchen dabei. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Dann habe ich von meinen Großeltern noch ein Riesenpaket bekommen. Und ich habe mich unendlich gefreut. Da. Eine mintfarbene Küchenmaschine.
Die hatte ich bei Lidl oder Aldi gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, dream. Ja, ich freue mich mega. Fragt mich nicht, wie ich in unserer Küche noch Platz schaffen soll dafür, aber das wird schon. Das klappt. Ja, und passend dazu habe ich von meinem Patenonkel dann noch diesen Wasserkocher dazu bekommen. Der passt ja farblich und designmäßig ist ja auch dieselbe Marke. Da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Ich habe zwar einen, aber der ist farblich anders. Und da freue ich mich natürlich, dass jetzt langsam alles zusammenpasst, weil den Toaster habe ich nämlich auch schon. Da freue ich mich, auch wenn Calvin Mint nicht so gerne mag, aber egal. Und dann habe ich von ihm noch dieses wundervolle Buch bekommen. Oh mein Gott, ich freue mich so, Leute. Das stand ja auch auf meiner Wunschliste, Punk 57. Leider habe ich nicht dazu geschrieben, dass ich es auf Englisch haben wollte. Aber egal, ich kann ja auch mal auf Deutsch lesen, ist ja kein Problem. Es klingt auf jeden Fall mega nice und auch natürlich ein bisschen spicy. Also falls ihr euch für solche Bücher interessiert, kann ich euch das nur empfehlen. Ich habe noch eine Strumpfhose bekommen, die so von innen thermo super weich ist und von außen so aussieht, als ob du einfach nur eine schwarze, dünne Strumpfhose anhast. Und die hatte ich jetzt auch an Weihnachten dann am nächsten Weihnachtstag direkt mal an und ich finde, die sieht auf jeden Fall richtig gut aus und hat mir gut gefallen. Die hat halt auch mega warm gehalten und ist mega weich von innen. Also Freunde, falls ihr die noch nicht habt, die ist ja sowieso super gehypt, kann ich euch die nur empfehlen. Die ist mega, mega gut. Falls ihr wissen wollt, woher die ist, kann ich gerne mal nachfragen. Dann schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Und dann habe ich von meinen Großeltern auch noch einen Beamer bekommen. Darüber freue ich mich sehr. Den gab es einmal auch bei Aldi in einem Mega-Angebot. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das kann man nicht verpassen. Ich habe damit sehr, sehr coole Fotoprojekte vor und freue mich, die nächstes Jahr dann auf jeden Fall umzusetzen. Und außerdem sind Beamer einfach irgendwie immer cool für so Filme gucken. Genau, also auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber. Dann habe ich von der Mutter meines Freundes noch zwei wundervolle Kerzen bekommen. Die eine ist so richtig groß mit so drei Dochten. Das finde ich mega. Ich liebe solche Riesenkerzen. Und dann noch einen kleiner. Die riechen mega gut. Die sind so toll. Ich habe noch nie was von denen gehört, aber ich habe sie gerochen und ich liebe sie jetzt schon. Also freue ich mich sehr darauf, die zu benutzen. Dann habe ich einen Kamerarucksack von meinem Onkel bekommen. Darüber habe ich mich natürlich auch unendlich gefreut. Den habe ich mir ja gewünscht. Der hat hier hinten so eine schöne Polsterung, eine Laptop-Tasche und dann kommt hier das Equipment rein. Hier ist noch so ein Regenschutz. Und hier oben kannst du deine Brotdose, deine Stulle reinpacken. Ja, ein idealer Rucksack und ich freue mich sehr, denn langsam nimmt mein Equipment echt zu und ich kann sowas echt gebrauchen. Und ja, dann glaube ich, war es das auch. Ich weiß genau, irgendwas habe ich eh wieder vergessen, so wie wirklich jedes Jahr vergesse ich irgendwas. Aber wenn, ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, falls ihr irgendwelche Fragen zu den Produkten oder so habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Erzählt mir gerne, was eure Geschenk-Highlights waren. Also von euch natürlich, nicht von mir. Ja, wie immer möchte ich dazu sagen, ich bin natürlich unfassbar dankbar für diese Geschenke und nehme das alles nicht als selbstverständlich. Dieses Video soll natürlich nicht in irgendeiner Weise sein, dass ich damit angeben möchte, was ich bekommen habe oder so. Aber auf jeden Fall bin ich sehr dankbar für alle Geschenke. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Außerdem könnt ihr sehr gerne diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein neues Video mehr von mir verpasst. Und dann wünsche ich euch natürlich einen wundervollen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bedanke mich für alle, die neu dazugekommen sind und mich hier auf diesem Kanal unterstützen, kommentieren, liken. Ich bin dankbar für jeden einzelnen von euch und ja, also vielen Dank. Und dann sehen wir uns tatsächlich im nächsten Jahr 2023. Es ist echt der Wahnsinn. Da muss ich die Klötze drehen für gießen, Mensch. Dann bis im nächsten Jahr, im nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.